Ja, und vom Wasser quasi gleich rein ins Stadion, Silke, wo es auch heute richtig laut wurde. Ne? Definitiv. Wir sprechen über das Spiel der Hertha gegen Eintracht Frankfurt. 1:1 ist es ausgegangen. Erster Punkt der Hertha in dieser Saison. Die Mannschaft definitiv mit einer besseren Leistung als zuletzt im Derby gegen Union. Und 45.000 Fans waren heute dabei. Gut, das Stadion war nicht voll. Das tat aber der Stimmung keinen Abbruch. Die European Championships in München, die sind ja in vollem Gange. Heute galten Medaillen für das deutsche Team und auch für Sportlerinnen und Sportler aus Berlin und Brandenburg als sehr wahrscheinlich. Aber während unsere Ruderer nach dem Rennen eher bedröppelt waren, konnte Bahnradfahrerin Emma Hinze aus Cottbus so richtig jubeln.